Verletzt liegt er am Boden, nach einem Foul des jungen Lothar Matthäus. Danach musste Jürgen Krapowski seine Fußballkarriere an den Nagel hängen. Morgen wäre er 80 Jahre alt geworden. Jürgen Krapowski wurde am 7. Juli 1944 in Wiesbaden geboren und war einer der prägendsten Figuren des deutschen Fußballs in den 1970er Jahren. 441 Mal lief Jürgen Krapowski für die Eintracht Frankfurt auf, spielte dort zwischen 1965 bis 1980 und erzielte in dieser Zeit 109 Tore für den Verein. Zweimal gewann er mit der Eintracht den DFB-Pokal. Große Erfolge feierte er auch mit der Nationalmannschaft, für die er 44 Mal auf dem Rasen stand und dabei 5 Treffer markierte. Bereits bei der WM 1966 in England war er dabei, wurde mit der Nationalmannschaft Vize-Weltmeister, bestritt allerdings kein einziges Spiel. 4 Jahre später, 1970, sah das schon anders aus. Bei der WM in Mexiko sorgte er als bester Einwechselspieler der Welt, wie die Presse ihn feierte, oft für Furore. Beim sogenannten Jahrhundertspiel gegen Italien spielte er von Beginn an und war einer der Besten. Danach gehörte er zu den Stammspielern des Nationalteams, auch wenn er bei Gewinn der EM 1972 nicht über die Rolle als Reservist hinauskam. Das änderte sich aber bei der WM 1974 im eigenen Land. Dort kämpfte er sich in die Startelf zurück und zählte zu den Grundpfeilern der Mannschaft. An seinem 30. Geburtstag am 7. Juli 1974 feierte er so seinen größten Erfolg, den Weltmeistertitel. Danach gab er seine Karriere in der Nationalmannschaft auf, konzentrierte sich vollends auf die Eintracht, für die er bis 1980 spielte. Im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach, da endete Krapowskis Karriere als aktiver Fußballer, nachdem ihm der damals noch junge Lothar Matthäus durch eine Grätsche schwer verletzt hatte. Nach seiner aktiven Laufbahn unterstützte er soziale Projekte, war kurze Zeit Interimstrainer der Eintracht und betrieb eine eigene Versicherungsagentur. Jürgen Krapowski, der verstarb am 10. März 2022 im Alter von 77 Jahren. Was bleibt, sind Erinnerungen an ihn, an eine wahre Legende der Eintracht Frankfurt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.